Ja, hallo zusammen, hier ist wieder Radio Getränkevertrieb. Heute mal mit einer ganz besonderen Geschichte, nämlich ich habe einfach mal ein paar Fragen mir selbst gestellt über den Radio Getränkevertrieb, die ich dann auch hier in dem Clip beantworten werde. Bleibt dran, das wird ganz interessant. Getränkevertrieb. Mimosas. In erster Linie geht es mal um Musik im Radiogetränkevertrieb. Die Überlegung war halt ganz einfach, unser Zeug, was wir hier so jeden Tag produzieren, komponieren und veröffentlichen, unseren Freunden, unseren Followern, unseren Fans, aber auch einem neuen Publikum über ein anderes Format mal dazu bieten. Die zweite Säule, die wir da verfolgen, sind die sogenannten Special Editions. Und hier geht es eigentlich gar nicht so sehr um uns, sondern hier geht es um andere Künstler. Es gibt so viel gute Musik da draußen, so viele gute Leute, die prima Sachen machen. Und hier ist die Idee einfach, den Leuten mal eine Plattform zu bieten, hier bei uns im Studio die Dinge live zu präsentieren. Halten wir filmisch fest und bearbeiten das dann nachher ein bisschen. Aber es wird live gespielt und am besten unplugged und stellen das dem Publikum mal vor. Darum geht es im Radiogetränkevertrieb. Ja, Musik zu machen ist ja alles gut und schön und macht auch einen riesen Spaß. Ich glaube aber, dass es heute nicht mehr ausreicht, wenn man die gute gemachte Musik einfach nur aufnimmt und dann als Audiodatei und als Album auf die Online-Medien verteilt. Ich glaube, es ist notwendig, dass man, wenn man die Musik unter die Leute bringen will, alle möglichen Kanäle bespielen muss. Natürlich haben wir die Zielsetzung, mehr Leute zu erreichen, mehr Publikum zu generieren. Darum gibt es das Format Radio Getränkevertrieb von Lamimosas. Die Frage ist eigentlich nicht so richtig zulässig. Brauchen tut es natürlich niemand. Es ist ein Angebot an unsere Leute, an den Markt. Und wer es nutzen will, der soll es nutzen und soll Spaß damit haben. Wir probieren es einfach aus und bieten es einfach mal an. Ja, das machen wir so ein bisschen zeitabhängig. Unser Ziel ist natürlich, dass man so in der Woche ein Clip so rausschießt. Ich glaube, das ist notwendig, um auch die Leute so ein bisschen dran zu gewöhnen, dass das ein bisschen was Regelmäßiges ist. Seit Session Nummer 7 machen wir das auch im Videoformat. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen auf die Qualität achten und nicht auf Teufel komm raus was rausbringen. Also einfach was zu machen, um was zu machen, das werden wir sicher nicht tun. Ja, macht euer Ding. Also macht Musik und macht das, was euch gefällt. Und das findet schon sein Publikum. Ihr müsst natürlich auch hart dran arbeiten. Jedes Genre, jede Art von Musik, wenn sie denn gut gemacht ist und man seine Instrumente beherrscht, findet seinen Weg, findet sein Publikum. Und natürlich können wir leider nicht alle Superstars sein. Und das ist schwierig, das ist einigen wenigen vorbehalten. Aber habt Spaß damit und macht mehr von dem Zeug. Produziert, haut raus. Was mir da auch noch wichtig ist, bringt die Communities zusammen. Also wir wollen mit allen möglichen Leuten zusammenarbeiten. Collaboration, wie das Thema heißt, ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der so als Botschaft, wenn man das so sagen will, rausgegeben werden kann. Ja? Die Idee haben wir uns eigentlich abgeschaut von unserem Freund Michael Joost in Los Angeles, Venice Beach, der nicht nur unser Freund ist, sondern auch unsere Lamimosa-Sachen, wenn es ums Album machen geht, auch produziert. Der macht das. Der macht schon seit einiger Zeit, macht er schon sein Radio Venice TV. Kann ich auch nur empfehlen, guckt da mal rein. Ist jeden Sonntag 420. Schaut mal rein, das ist ein Livestreaming, gut gemacht. Tolle Leute da.
tolle Musiker da, die man, manche kennt man, manche hat man noch nie gehört. Ziemlich abgefahrenes Zeug teilweise. Also es lohnt sich da mal reinzugucken. Und das war uns inspiriert, sowas auch mal zu probieren hier in Deutschland, ob sowas funktioniert. Und schauen wir mal. Lassen wir mal eine Zeit lang laufen. Radio Getränkevertrieb von La Mimosas.